Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Ausgewandert nach Thailand. Bevor es weiter nach Khao Lak geht, kommen wir nun zum dritten und letzten Teil unserer Phuket-Besichtigung. Diesmal fahren wir auf der Insel Phuket verschiedene Hotspots an und lassen uns da mal überraschen. Im Anschluss dieses Videos habe ich dann noch einige Informationen, sowie mein persönliches Fazit und die Bewertung für diesen Ausflug. Aber nun viel Spaß mit dem Video. Thank you.
So, kommen wir zu den Informationen und der Bewertung. Anreisezeit an die Zielorte. Für die ganze Rundtour benötigt ihr ca. 6 Stunden, inklusive eines gemütlichen Mittagessens. Sehenswertes auf den Weg an die Zielorte. Landschaftlich fanden wir die Strecke ziemlich abwechslungsreich und interessant. Somit ein klares Muss man gesehen haben, wenn man auf Phuket ist. Sehenswertes und Abwechslung an den Zielorten. Die verschiedenen Spots wären sicherlich sehr abwechslungsreich und interessant, aber später mehr dazu. Massentourismus an den Zielorten, leider ja, mehr als uns lieb war. Infrastruktur und Verpflegungsmöglichkeiten an den Zielorten. Alles bestens, an jedem Spot hat es Toiletten und Verpflegungsmöglichkeiten. Allgemeine Informationen. Ehrlich gesagt fanden wir die kleine Insel Phuket einfach zu überlaufen. Egal wo ihr hinkommt, Staus und Menschenmassen. Mit einem idyllischen Urlaubsort hat diese Insel schon lange nichts mehr zu tun. Aber sind wir doch mal ehrlich, Mallorca oder die Kanaren und so weiter sind diesbezüglich auch nicht wirklich idyllischer. Auch dort herrscht ein Massentourismus ohne Ende. Meine subjektive Bewertung für diesen Ausflug. Auch bei diesem Ausflug war das Touristenaufkommen doch erheblich. Daher vergebe ich 4 Sterne. Dennoch bietet die kurze Rundfahrt einiges an Abwechslung und interessanten Spots, die man sich nicht entgehen lassen sollte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Ausgewandert nach Thailand.